Wie du effektiv deinen Testosteronspiegel erhöhen kannst, erfährst du heute in diesem Video. Ich verrate dir einiges, was bei diesem Thema oft nicht betrachtet bzw. oft nicht im Zusammenhang erwähnt wird. Bleib also dran, es geht um deine Männlichkeit. Hallo, mein Name ist Stan Schulze, ich bin Personal Trainer und Hypertrophietrainer aus Leidenschaft. Testosteron ist bekanntlich für vieles im männlichen Körper verantwortlich. Es ist das Männerhormon Nummer 1. Ich fasse mal kurz zusammen, warum Testosteron so wichtig ist bzw. was es so macht. Oder wir machen es so, schauen wir uns an, was passiert, wenn wir zu wenig aktives Testosteron haben. Bekannte Symptome sind, um nur einige zu nennen, weniger Muskelkraft, geringere Libido, Gereiztheit, verstärkter Bauchfettaufbau, Energielosigkeit und Müdigkeit, schlechte Gedächtnisleistung, Gelenkschmerzen, weniger Bart- und Brusthaarwuchs und einiges mehr. Ich denke, das reicht, um zu verdeutlichen, was Testosteron macht und dass es wichtig ist, es hochzuhalten. Testosteron ist nichts Illegales. Unser Körper stellt es her und braucht es unbedingt. Und wenn wir hier von Testosteron erhöhen reden, dann geht es um unsere Gesundheit und Männlichkeit. Es ist ganz normal, dass der Testosteronwert im Laufe des Männerlebens sinkt. Aber das kann normal bzw. gesund oder ungesund passieren. Wir leben in einer Zeit, in der Männer immer mehr zu Frauen werden. Ich glaube, es gab noch nie so wenig Testosteron in Männern auf der Welt wie heute. Unter anderem macht Testosteron Männer wehrhaft. Und wie man gut sehen kann, fehlt es momentan an Wehrhaftigkeit, Männlichkeit und Mut. Schauen wir uns kurz die Grafik an, wie die Testosteronkurve im Laufe eines durchschnittlichen Männerlebens aussieht. Die obere rote Kurve zeigt normale Höchstwerte für Testosteron und die blaue untere Kurve zeigt die normalen Tiefstwerte an. Die schwarze handgezeichnete Kurve repräsentiert den Testosteronwertverlauf eines durchschnittlichen Mannes. In den Jahren von 20 bis Mitte 30 erreicht der Gesamttestosteronwert eines Mannes seinen Höhepunkt, um dann ca. 1% pro Jahr zu fallen. Das ist im Übrigen auch genau der Wert, um den die Muskelmasse pro Jahr ab dem 35. Lebensjahr sinkt. Fällt mir nur gerade auf, aber dem Gedanken gehe ich jetzt nicht weiter nach. Wir sollten für unsere Männlichkeit, Leistungsfähigkeit und Jugend darauf achten, dass unser Testosteron wenigstens so verläuft, wie die schwarze Durchschnittskurve es anzeigt. Das wäre für viele Männer schon eine tolle Sache. Besser wären natürlich Testosteronwerte, die die grüne Kurve zeigt und unten das breite rote Band gilt es absolut zu vermeiden. Da es hier um Männer ab 40 geht, habe ich bei 40 eine Linie gesetzt und erst da angefangen zu zeichnen. Es gibt natürlich auch Männer, die im Bereich der normalen Tiefstwerte keine Probleme haben, aber ich rede immer vom Durchschnittsmann. Im Diagramm ist der Gesamttestosteronwert angezeigt. Der ist aber nicht so ausschlaggebend wie die Menge an freiem Testosteron. Nur freies Testosteron ist wirksames Testosteron und macht nur 1-3% vom Gesamttestosteron aus. 97-99% des Testosterons sind gebunden, 66-78% hochaffin an ein Transportprotein namens sexualbindendes Globulin, SHBG. Und 20-32% sind niedrig affin an Albumin gebunden. Das bedeutet, wir haben ca. 35% des Gesamttestosterons in verfügbarer Form vorliegen. Wir sollten also nicht nur unser Gesamttestosteron erhöhen, sondern gleichzeitig das SHBG senken, um mehr aktives Testosteron zu haben. Denn nur das bringt den begehrten Nutzen. Und der dritte wichtige Faktor neben Gesamttestosteron, SHBG, sind die Androgenrezeptoren. Ohne sie geht gar nichts. An sie dockt das Testosteron an, um sein Signal übertragen zu können. Hier gibt es große Unterschiede zwischen den Männern. Männer, die aus genetischen Gründen wenige Androgenrezeptoren in den Muskeln haben, bauen schlechter Muskeln auf als Männer mit hoher Androgenrezeptordichte dort. Wer also hauptsächlich in allen anderen Zellen, nur nicht in den Muskeln seine Androgenrezeptoren besitzt, der leidet oft unter dem eigenen Testosteron. Das kann zum Beispiel Haarausfall auf dem Kopf, fettige Haut, Akne,
eine Erhöhung des Risikos für Brust- und Prostatakrebs bedeuten? Wenn du dich eher in diese Kategorie einordnest, dann würde ich darüber nachdenken, einen 5-Alpha-Reduktase-Hemmer wie Finasterid zu verwenden. Ich bin kein Arzt und das hier ist keine medizinische Beratung. Bevor du mit sowas anfängst, lasse dich von deinem Arzt beraten. So kommen wir jetzt zu den Schritten, wie du dein Gesamttestosteron und dein freies Testosteron erhöhst und wie du deine Androgenrezeptoren in Bezug auf Dichte und Sensitivität verbesserst. Maßnahme Nummer 1 ist die Ernährung. Über die Ernährung kannst du alle drei Bereiche gleichzeitig verbessern. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine rein pflanzliche, kohlenhydratreiche Ernährung sehr positiv für den Testosteronwert ist. Ernähre dich überwiegend von Obst, Gemüse, Kohl aller Arten, Bohnen und Vollkorngetreide. Hierzu kannst du auf nutritionfacts.org diesen Artikel von Dr. Michael Greger nachlesen. Ein Video gibt es auch dazu. Low-Carb-Ernährungsweisen erhöhen das SHBG. Erhöhe also die Menge hochwertiger Kohlenhydrate, zum Beispiel aus Vollkorngetreide, Haferflocken und Obst. Ernähre dich zink- und magnesiumreich, um mehr freies Testosteron zu haben. Supplementiere Vitamin D in der dunklen Jahreszeit. Letztlich ist es wie in allen anderen Gesundheitsbereichen auch. Wenn du das Altern verlangsamst und an einigen Stellen sogar umkehren kannst, dann erhöht sich auch dein Testosteron. Die beste Möglichkeit, das zu tun, ist, sich gesund zu ernähren. Und das bedeutet pflanzenbasiert und clean. Zu clean kommen wir gleich noch genauer. Maßnahme Nummer 2 ist Fett reduzieren. Fett, vor allem das viszerale Fett, das Bauchfett, das zwischen den Organen gelagert ist, erhöht die Menge an Östrogen im männlichen Körper. Und zwar, indem es Aromatase ausschüttet. Das ist ein Enzym, welches Testosteron in Östrogen umwandelt. Aber nicht nur das viszerale Fett wirkt sich negativ auf den Testosteronspiegel aus, sondern auch das ganz normale weiße Unterhautfettgewebe. Ernähre dich wie eben beschrieben und schau dir dieses Video hier an, in dem beschreibe ich, welche 7 Fehler du vermeiden solltest, wenn du Fett abbauen willst. In Studien hat sich herausgestellt, dass ein Körperfettanteil von weniger als 15% optimal für den Testosteronspiegel ist. Maßnahme Nummer 3. Reduziere die Endocrine Disrupting Chemicals. Ein Riesenproblem unserer Zeit sind diese Stoffe. Wie der Name bereits verrät, zerstören Endocrine Disrupting Chemicals unser endokrines System, also unser Hormonsystem. Und zwar auf 2 Wegen. Zum einen ahmen sie Hormone nach und zum anderen blockieren sie Hormone, indem sie Rezeptoren besetzen. Die Endocrine Society in den USA hat bereits über 1000 EDCs als solche klassifiziert und es kommen jedes Jahr Hunderte dazu. Wir nehmen sie über unsere Nahrung in Form von Pflanzenschutzmitteln auf oder über das Leitungswasser, wenn es nicht zusätzlich gefiltert ist. Die Wasserwerke kommen mit den vielen neuen Chemikalien nicht zurecht. EDCs sind in Neuwagen enthalten. Der Duft, den viele so gut finden, ist oft gesundheitsschädlich. Möbel und Teppiche dünsten EDCs aus. Plastikverpackungen enthalten Weichmacher. Das sind Östrogen-Nachahmer. Ernähre dich also hauptsächlich von Bionahrung. Achte darauf, so viel wie möglich unverarbeitet und unverpackt zu kaufen. Trinke nur gutes Wasser aus Glasflaschen, am besten Hochquellwasser oder baue dir eine Osmoseanlage ein. EDCs sind oft viel stärker in der Signalwirkung als das natürliche Hormon und sie bleiben oft länger im Blut. Wir können leider nicht alle EDCs vermeiden, aber wir können darauf achten, so wenig wie möglich zu uns zu nehmen. Maßnahme Nummer 4. Krafttraining machen. Mache Krafttraining bzw. Hypertrophietraining. Es erhöht den Testosteronwert und bei regelmäßigem Training sogar dauerhaft signifikant. Trainiere zwischen 6 und 10 Wiederholungen bis zum Muskelversagen an 2 bis 5 Tagen pro Woche. Meine Empfehlung ist 3 Trainings in der Woche für den Muskelaufbau und eine Trainingseinheit, in der alle anderen körperlichen Fähigkeiten und Energiewege trainiert werden. Ausdauertraining kann das Testosteron verringern. Natürlich solltest du auch deine Ausdauer trainieren, aber nicht exzessiv. Gegen 30 bis 45 Minuten Crosstrainer, Laufen oder Radfahren einmal in der Woche ist nichts zu sagen. Aber auf einen Marathon solltest du verzichten, wenn dir dein Testosteron am Herzen liegt.
Krafttraining ist das beste Mittel, um alle drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es erhöht das Gesamttestosteron, verringert das SHBG und erhöht die Androgenrezeptordichte in den Muskeln. In diesem Video erfährst du, welche Fehler du beim Muskelaufbau vermeiden solltest. Maßnahme Nummer 5. Lebe so gesund wie möglich. Das hört sich ziemlich allgemein an, ist aber genau das, um was es geht, wenn du einen hohen Testosteronwert haben willst. Alle eben genannten Maßnahmen gehören zu einem gesunden Leben. Achte auch auf Folgendes, um einen hohen Testosteronwert, viel freies Testosteron und viele sensible Androgenrezeptoren zu besitzen. Vermeide alle illegalen Drogen und begrenze deinen Alkoholkonsum. Schlafe ausreichend und gut, das heißt mindestens 7 Stunden, besser natürlich 8 Stunden in guter Qualität. Das bedeutet 1 bis 1,5 Stunden Tiefschlaf und 1,5 Stunden REM-Schlaf. Mit dem Aura-Ring, den habe ich schon mal vorgestellt, kannst du das gut überwachen. Vermeide unbedingt Stress, denn er erhöht den Cortisolspiegel und das senkt den Testosteronwert. Reduziere deinen Zuckerkonsum so weit wie möglich. Damit ist aber nur der raffinierte Haushaltszucker gemeint. Zucker aus Früchten ist völlig okay. Steh gerade. Ich meine das wirklich. Steh gerade. Die Körperhaltung hat tatsächlich Einfluss auf den Testosteronwert. Nimm eine aufrechte Siegerhaltung ein. Immer. Man kann noch viel mehr tun, um den Testosteronwert und alles, was damit zu tun hat, zu verbessern. Wie zum Beispiel Supplemente verwenden, die die Testosteronproduktion verbessern. Aber die helfen auch nur, wenn du die eben besprochenen Punkte einhältst. Die Effekte von bestimmten Pflanzenextrakten wie Tribulus terrestris oder Ashwagandha sind nicht so übermäßig wie oft angepriesen. Das beste Mittel für einen hohen Testosteronwert mit viel freiem Testosteron und gut funktionierenden Androgenrezeptoren ist ein gesundes Leben. Wenn du die 5 Punkte nicht so gut es geht umsetzt, dann kannst du so viele Supplemente futtern, wie du willst. Es wird nichts bringen. Stell mir deine Fragen in die Kommentare, gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis bald.